Ja, hallo liebe Leser, der liebe Kollege Klinge und ich wollen Ihnen heute mal eine Multiplayer-Partie Arena Wars präsentieren. Das ist ein schönes, flottes Echtzeitstrategiespiel, zwar ohne Basisbau, dafür mit sehr, sehr schöner Spielbalance und vielen bunten Einheiten. Und es unterstützt eine sehr, sehr schöne Funktion. Das ist hier oben rechts, sehen Sie schon die zwei komischen Typen, können nämlich ihre Gesichter per Webcam und per Mikrofon ins Spiel übertragen. Und ich würde sagen, Heiko, fangen wir doch einfach mal an. Jo, das ist ein Und toller zwar, Plan. ne? Und zwar spielen wir hier eine Partie Capture the Flag. Einer gegen ein. So, hier bin ich jetzt bereits im Spiel. Fangen wir schon mal an, die ersten Einheiten zu bauen. Das Schöne an Arena Wars ist, dass man gleich zu Beginn richtig scharf loslegen muss mit dem Einheitenbauen, denn sonst hat man später keine Chance. Ich habe hier bereits meinen ersten Buggy gebaut und sammle damit auf dem Boden liegende Bonuskisten ein. Die erscheinen hier an diesen Respawn Points. Diese Walker hier, sieht man gerade, haben ziemliche Mühe, den Jeep zu zerstören. Das liegt daran, dass sie sehr, sehr gut sind gegen schwer gepanzerte Einheiten wie diese Panzer hier. Gegen leicht gepanzerte Einheiten wie Jeeps oder Spinnroboter haben sie allerdings keine Chance. Glaubst du wohl nicht, dass ich So. das einfach mir so gefallen Jetzt. lasse, Herr Graf? Ja, da bin ich schon. Mit diesem Special hier kann ich seiner Artillerie die Waffen nehmen. Jetzt kann er nämlich nicht mehr auf mich Oh, schießen. verdammt! Diese Specials sind auch wirklich sehr, sehr wichtig und können, wie man hier gerade schön sieht, auch spielentscheidend sein. So, den Rückzug meines Walkers decke ich hier mit diesem Panzer. Vielleicht klappt's. Ja, holen wir noch einen Spinnroboter dazu. Was sehr schön ist, ist hier diese Zeituhr. Diese Uhr. Damit verlangsame ich nämlich Heikos gesamte Armee. Was sagst du dazu? Ja, verdammt. Okay, dann verabschiede dich doch mal von deinem Interface, Heiko. Denn mit dieser hübschen Funktion nehme ich ihm seine Radarkarte. Außerdem kann er jetzt mal keine Einheiten mehr bauen. Gleichzeitig mache ich mal diese Spinne hier unverwundbar. Vielleicht klappt das. Nee, ich glaube. Ja, lauf. Ah, jetzt hat Heiko das gleiche bei mir gemacht. Sie sehen, ich kann jetzt keine Einheiten mehr bauen. Und sehe auch die blöde Radarkarte nicht mehr, was unglaublich günstig ist, wenn man gerade die Flagge stehlen will. Oh, jetzt hat Heiko gerade auf meine Nein, das war Einheit, deine auf Einheit. meine Einheit einen Panzerungsverstärker angewandt. Das war sehr nett, da danke ich auch mal schön für. Oh, wie doof ich doch bin. So, ich verlangsame jetzt seine Einheiten und schädige sie gleichzeitig mit diesem kleinen Blitz-Dings. Mit diesem Blitz-Extra. Das ist So, nicht gut, das und habe ich während gerade erkannt. hier noch mein heroischer Spinnenroboter die Fahne zurückbringt, läuft über diese Flanke bereits der nächste Angriff. Denn sie kämpfen. Sag mal, Michael, was machst du hier? Denn in diesem Spiel kämpfen sie immer an mehreren Fronten. So, die Artillerie. Oh, das ist ja eine ganze Truppenversammlung hier. Da machen wir doch mal einen Meteoritensturm. Das schaut nicht nur schick aus, sondern putzt auch mal Heikos ganze Truppe hier mal eben schnell weg. So, hier stelle ich meine Verteidiger jetzt mal um den Flankenpunkt. Aber ich sehe gerade, dass ich nicht aufgepasst habe, denn Heiko versucht hier gerade mein Kraftwerk zu zerstören. Und wenn er das macht, dann gibt es hier eine riesige Explosion um den Fahnen. Uah, jetzt schon. Ah, die Explosion zerstört dann alle Verteidiger. Oh, da kommt, glaube ich, gerade eine ziemliche Armee anmarschiert. Das Dumme ist, während das Kraftwerk kaputt ist, kann ich auch keine Einheiten mehr bauen. So, dann mache ich ihm doch einfach mal sein Interface kaputt. Und greife mal meinerseits über die Flanke an. Okay, hier der letzte Punkt für mich. Und hier begegnen sich gerade unsere beiden Flankenträger. Gut, ich glaube, da lasse ich es mal lieber nicht auf den Kampf ankommen. Sondern fahr mal schön weiter. Oh, da kommt die Nachhut. Ja, und ich will ja nichts an die Wand malen, Heiko. Aber Oh. ich glaube, Und er ist so langsam und ich kann ihn nicht mehr so aufhalten. langsam mein Panzer auch ist, denn Einheiten mit Flagge sind immer langsamer. So unaufhaltsam fährt er gerade dem Sieg entgegen. Heiko, ich würde sagen, schuldest mir eine Revanche. Oder umgekehrt.